So, heute gibt es ausnahmsweise mal ein Unboxing auf Deutsch, denn es ist ein deutscher Film. Alles in bester Ordnung heißt er, mit Corinna Harfouch in der Hauptrolle und Daniel Stresser. Und dieser Film ist ein Regiedebüt von Nadja Brunkhorst. Ihr kennt Nadja Brunkhorst alle als Christiane F. aus Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ich habe den Film damals, ich glaube Ende Mai war es, Anfang Juni, ich bin mir nicht mehr sicher, im Schlosstheater in Münster gesehen, in Anwesenheit von Nadja Brunkhorst. Es war ein toller Film, es ist eine Tragikomödie. Ganz außergewöhnlich, teilweise ein Kammerspiel. Die ganz grobe Handlung ist, dass Corinna Harfouch eine ganz zurückgezogen lebende ja, Nachbarin ist, Eigenbrötlerin und Messi. Aber jetzt nicht Messi im Sinne von eine vollgemüllte Wohnung, sondern Messi im Sinne von, ich kann mich von Dingen nicht trennen. Und sie trifft halt auf diesen Minimalisten, gespielt von Daniel Stresser. Und dieses ungleiche Duo freundet sich dann mehr oder weniger an. Durch einen Wasserschaden, der durch ihr Messitum in der Wohnung verursacht wird, in die sie sonst keine Person reinlässt, daher weiß auch niemand, dass sie dieses Messi-Syndrom hat, durch diesen Wasserschaden muss dann halt irgendwann die Wohnung besichtigt werden. Und was dann passiert, will ich nicht vorwegnehmen. Aber es ist ein toller Film. Es ist wirklich wunderschön gefilmt, detailverliebt. Vor allem im Kino waren die Farben also ganz toll. Ich fand das Farbspiel, die ganzen Komponenten. Nadja hat im Anschluss an die Filmvorführung noch knapp eine Dreiviertelstunde Fragen beantwortet und selbst erzählt, wie der Film unter welchen Widrigkeiten auch entstanden ist während der Pandemie natürlich, wie schwierig das war, wie restriktiv alles war mit den Dreharbeiten. Also ich fand es wirklich toll. Ich bin wirklich ohne Vorkenntnisse in den Film gegangen im Schlosstheater. Nochmal Gruß an Lukas, der das Ganze moderiert hat, und auch Gruß an Max, dem Chef von das Ganzen, sage ich mal. Es war wirklich ein rundum schöner Abend und ich bin froh, dass der Film endlich erschienen ist. Oh, hier ist sogar eine Postkarte drin mit der berühmten Brotschneidemaschine. Nadja hat nämlich Requisiten aus dem Film, wo es wirklich Tausende gab. Ich weiß nicht, wie viel. Sie hat es nochmal gesagt, wie viel es waren, wie viele Einzelteile. Die ganze Wohnung war ja randvoll gestellt mit wirklich allem, was es gibt, mit verspielten Gegenständen, mit, ach, ich weiß es nicht, Einzelteile ohne Ende, was man halt so kaufen und horten kann. Also Stuck, Bilder, Figuren, alles Mögliche und halt die berühmte Brotschneidemaschine. Es war echt lustig. Also es ist eine Tragikomödie. Man muss oft schmunzeln, auch wenn es leider manchmal einen tragischen Hintergrund hat. Nadja hat ja auch noch von ihrer eigenen Mutter kurz was zu erzählt. Also teilweise ist der Film auch so ein bisschen autobiografisch, wenn ich das so sagen darf. Es ist eine DVD. Es gibt den Film nicht auf Blu-ray. Ich war nicht zu doof zum Suchen. Es gibt ihn wirklich nur auf DVD, was mich ein bisschen gewundert hat. Aber es reicht bei dem Film, die DVD zu haben. Also ist jetzt kein Effektgewitter, was einen erwartet vom Bild, aber es gibt auch noch Bonusmaterial, da wollte ich auch noch darauf hinweisen. Audiokommentar, das ist mit Sicherheit sehr interessant, was Nadja da nochmal erzählt. Interview mit ihr natürlich. Musikvideo von Erdmöbel möchte ich noch darauf hinweisen. Der Soundtrack ist von Erdmöbel, so heißt die Band. Und der Song von Erdmöbel, Das Vakuum, läuft am Schluss, ist so ein bisschen melancholisch, der Text. Aber passt irgendwie. Wem Blumfeld was sagt, die Band, der kann es vielleicht ungefähr einordnen, was Erdmöbel so an Musik machen. Das Album heißt Guten Morgen Ragazzi, wovon das Lied Das Vakuum genommen wurde. Und Daniel Stresser und Susanne, Corinna Harfouch, die spielen wirklich super zusammen. Also das passt einfach. Man kennt ja Corinna als charakterstarke deutsche Schauspielerin aus Der Untergang beispielsweise 2004. Dann ein anderer Ausflug, mehr so in die Techno-Liga, Berlin Calling aus 2008 war das, glaube ich. Jack, der Film aus 2015, der ist ziemlich untergegangen. Ein ganz toller Film, kann ich nur empfehlen. Grün hat auch schon mit einem Freund von mir zusammengespielt, in Auf der Suche heißt das Filmchen. Auch ganz, ganz tolle Geschichte. Und sie wird demnächst Tatort-Kommissarin sein im Tatort Berlin. Das ist schon durchgesickert, das weiß man schon. Ich glaube, seit Juli ist es bekannt. Und ja, im Schlosstheater gab es dann auch noch Autogramme. Das musste ich mir einfach organisieren von Nadja ins Mediabook Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Da habe ich mir das signieren lassen. Hatte auf jeden Fall Spaß gemacht. War ein echt runder Abend.
Und wenn ihr Lust habt, wie gesagt, schaut ihn euch mal an. Es gibt nur die DVD. Ich weiß nicht, ob es schon im Stream verfügbar ist, der Film. Aber es macht Spaß. Es ist, wie gesagt, wunderschön gefilmt. Ich fand das Farbspiel echt toll auf der Leinwand. Und es ist nichts Trauriges von wegen Tragikomödie. Es ist wirklich zum Schmunzeln, aber schon halt mit einem gewissen Hintergrund. Ja, das war's. Alles in bester Ordnung. Ich hoffe, bei euch auch. Und genießt das schöne Wetter. Zumindest hier in Münster ist es gerade richtig gut. Jo, bis demnächst. Ciao.